Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFLP hier, euer Dinger am Start. Letztes Mal haben wir Morden geholfen, seinen komischen Kollegen da auszuschalten, der crazy war. Und jetzt reden wir mit Rex über Grunt. Shepard, was kann ich für Sie tun, mein Freund? Ich habe einen Krogan in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord O'Kear in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shi'aga. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. O'Kear ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Ich brauche Grunt voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ah, Pubertätsritual. Verbreitet bei Spezies mit hormongesteuertem Fortpflanzungstrieb. Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Idiot. Nun, Grunt, möchten Sie zu den Erdnut gehören? Es ist seine Entscheidung. Shepard, das sieht richtig böse aus. Es ist in meinem Blut, deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman. Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben, hm? Zu oft, Bro, zu oft. Schön, Sie zu sehen, Rex. Können Sie uns wirklich nicht begleiten? Ich würde ja gern, aber ich muss die kurzsichtigen Narren hier auf Kurs halten. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Grüße. Wie kommen wir jetzt in Ebene 2? Bitches. Hast du diesen Bericht im Extranet gesehen? Dieser Müll füllt dir das Hirn voll. Schicke so ein Bastard. Ah, scheiß auf die galaktischen Namen. Du hast doch nicht mal den Mummes zu versuchen. Vorsicht, Ben. Sie überschreiten ihre Grenzen, Getatak Uvenk. Die Riten der Erdnut gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uvenk. Mir ist egal, was dieser Narr sagt. Grunt hat das Recht, hier zu sein. Das nenne ich Feuer. Noch dazu von einem Alien. Das beschämt jeden, der jammert wie ein Hundewelpe. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Kran steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uvenks Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Krant? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Grunt wird den Erdnut-Clan stärker machen. Nennen Sie uns ein Ziel und wir werden es auslöschen. Gut gesprochen. Die meisten Aliens und einige Kroganer verstehen unser Leben nicht. Dieser Mensch schon, wie mir scheint. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine einzige. Sie wagen es. Dieser Mensch gefällt mir. Er hat's begriffen. Ich ziehe meine Verweigerung zurück. Wir werden das woanders zu Ende bringen. Dude, you wanna die?
Sie haben sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Das ist Tommy Robbins. Ist ihr Problem? Wir sind bereit. Es kann losgehen. Großartig. Let's go. Let's do this, bitches. Let's give some headbutts, assholes. Komm, wir nehmen den jetzt mal mit, Alter. Der hat ja jetzt eine neue Säulen. Fuck. Eine neue Skillung. Neutralschock. Okay, los geht's. Pio. 11 Punkte. Das ist die neueste Narbe, die Puchanka davongetragen hat, die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert. Sie hat Bestand, wie die Kogana. Wenn Sie sich dem Ordnord-Clan anschließen möchten, müssen Sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsinnen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich Ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kogana. Okay, los geht's. Zuerst eroberten die Kogana Tuchanka und machten sich eine Natur untertan, in der nur wir bestehen können. Da kommen sie. Ich bin bereit. The fuck? What the fuck just happened? Mach mal ruhig, ich muss kurz hier hacken, nicht schießen, Jungs. Don't shoot. So, wir müssen das Ding aktivieren, damit die Monster kommen, oder was? Sind die... what the fuck? Ihr sollt wissen, dass ich würdig bin. Hä? Was gibt's hier noch? Energiezellen? Das klingt sehr spannend. Nehmen wir auch mal mit. Gibt's hier noch irgendeinen Gegner? Soll ich jetzt töten, oder was? Ich verstehe diese Prüfung nicht so ganz. Auf den Boden, sofort! So, wie lange müssen wir die jetzt töten? Kommen jetzt andauernd neue, oder? That's so goddamn motherfucking true. Okay. Da kommen sie. What the fuck are we supposed to do? Sollen wir jetzt einfach die Hunde andauernd töten? Also. Nichts, Kleiner. Ist ja kein Gegner. Yeah, direkt auf den Arm. Hey, was machen die da oben, Mann? Jetzt bist du tot! Noch einer!
Achso, das war jetzt das erste, irgendwie, die erste Wave, ja, wir müssen die Waves clearen. Für eine neue. Dann wurden die Kroganer zurückgekehrt. Let's do this. Um die Ängste einer Galaxie zu vernichten. Ein Feind. Kriecher, komm, der Tod wartet. Feindbeschuss. For real jetzt? Das ist ja richtig hart, ey. What the fuck, Alter? Käfer, wannabe Drachen, shit. Durchgelaufen, like a boss, ey. Wo ist... Ich werfe sie um. Ich schieße sie selber. Krass. Ey, ganz ehrlich, wir nehmen mal die Sechser. Ja, direkt auf den Arsch. What the fuck? Freunde der Sonne. Nichts, Gönner. Wo ist der Rest von denen? In dieser Arena hier oder was das sein soll. Explosion. Was ist das? Wir müssen den Schlüsselstein aktivieren. Nun tragen alle Kroganer die Genophane in sich. Unsere Belohnung und unseren Fluch. Bei diesem Kampf. Spüren Sie das? Alles liegt hier. Holy ich shit, bin bereit. What the fuck? Muss ich die Dinger töten? Wir wurden entdeckt. What the fuck is this piece of shit? Der sich zu bekämpfen. Man muss einfach nur überleben. Er scheint ja ein Schild zu haben, ne? Also ich weiß nicht, ob wir das runterhauen können. Schieß einfach mal, wir schießen einfach drauf. Ganz ehrlich. Vielleicht können wir das Ding auch töten. Vielleicht kriegen wir dann einen Bonus. Eine Bonus wäre angebracht, Bitches. That's goddamn right, bitch. Ah, mein Näschen hat gerade hart gejuckt. Hm.
Wieso habe ich das Medikit jetzt genommen? Shit. Shit, ich hab kein Schild! Get the shield up, bitch! Oh, ich kein Schild! Jetzt erst. Wir sind durch meine Schilde durch! Ach, was du nicht sagst, du Alter! Ja, dann kann ich kurz chillen hier irgendwo. Kommt er wieder? Okay, das Ding ist leer. Hammer. Ja, als ob. Ja, das Ding ist fast down, Alter. Getrackt, son. Get goddamn motherfucking wrecked. Haben ihn getötet? Der, wir mussten nicht mehr überleben, wir haben ihn einfach gerackt. Just like that. Wir bekommen Gesellschaft. Gut, ich will mehr. Er ist hungry. Er ist hungrig. Sie sind am Leben. Normal. Und sie haben den Dreschlund besiegt. Normal. Das hat seit Generationen niemand mehr geschafft. Well, der letzte war Erdnot Rex. Mein Krant hat mir eine Stärke jenseits meiner Gene verliehen. Und die sind schon verdammt gut. Das wird zu Diskussionen führen. Ich frage mich, Sie behaupten, Sie seien rein? Und kein Alien war an Ihrer Herstellung beteiligt? Nur der Warlord O'Kear? Die besten Eigenschaften der Krogane sind in Grunt vereinigt. Er wurde erschaffen, um perfekt zu sein. Das Problem ist, dass er erschaffen wurde. Aber nicht von Aliens. Und er ist wirklich sehr stark. Es wäre vermutlich ein tolerierbarer Mangel. Ein was? Ein Grund, sie zu akzeptieren. Sie sind ein Fehler, aber ihr Potenzial könnte das derzeitige Gleichgewicht der Clans kippen. Sie spucken auf den Namen meines Vaters und auf Shepard. Und nur weil ich stark bin, hören sie plötzlich auf zu schimpfen? Mit Einschränkungen. Sie könnten natürlich keinen Nachwuchs zeugen oder auf einem Alienschiff dienen. Aber zumindest dem Namen nach wären sie Teil des Clans. So wie ich Grunt kenne, kriegen Sie Ihre Antwort mit Mündungsgeschwindigkeit. Sie kennen Grunt gut, Shepard. Dieser Varen ist tot. Oh yeah, los! Feind greift an! Ja, dann gib mir Feuer. Feuer auf den Kopf. Wo ist der? Wo sind die anderen? Get wrecked, bitches. Na, jetzt mal sehen, wie das versucht. Klar, dass die nochmal kommen. Wo ich als Trophäe haben. Meine persönliche Kampfmaschine. Boah, der war sweet, ey. War ein richtig heftiger Matrix-Move. Sonst kann man hier. Ah, Freunde der Sonne. Get wrecked. Ist nur noch totes Fleisch. Wir sollten am Schlüsselstein das Signal geben, damit wir hier wegkommen. Wo ist der Schlüsselstein? Ah.
haben den Initiationsritus bestanden. Normal. Und damit Anrecht auf die Ehre, zu einem Clan zu gehören und einen Namen zu führen. Viele überleben, aber es ist Jahre her, seit ein Dreschlund gefallen ist. Ihre Namen sind dadurch unsterblich. Grant, Sie sind jetzt ein Erdnord. Sie dürfen Besitz erwerben, der Armee beitreten und sich für den Dienst unter einem Kriegsmeister bewerben. Wir sind eine Erdnuss. Shepard ist mein Kampfmeister. An ihn kommt keiner heran. So ist es. Verstehe. Glückwunsch, Erdnord Grant. Nehmen Sie dieses Geschenk von Fortek an. Seine Waffen sind die besten, die wir haben. Wir haben eine neue Waffe gekriegt, Bitches! Ich muss mir das nicht länger anhören. Es ist klar, dass Sie ohnehin nicht vorhatten, zuzuhören. Was das wohl ist? That's damn fucking right. Schrotflinte, verbesserter Schaden. Credits, Platin, alles abgegriffen. Stufe 18. Oder sowas. Ich habe einen Dreschlund erledigt. Gehen Sie weg. Der Abschluss der Frauenclans muss Aliens nicht den... Zurück, Mensch. Ich mag bei meinem Volk ein Botschafter sein. Aber das bedeutet nicht, dass ich mit jemandem wie Ihnen sprechen muss. Okay, wir mit dem quatschen wir noch kurz. Ich bin Erdnord Grant. Dieser Mensch gehört zu meinem Krant. Erdnord lässt Menschen im Krant eines Anwärters zu. Interessant. Ich bin der Botschafter des Nagmor-Clans bei den Erdnord. Wir sind ein kleiner Clan aus dem Craddock-Ödland. Hau rein. Ich muss gehen. Sie werden auf bestimmt dich. Anderswo gebraucht. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal werden wir uns auf dem Schiff wiedersehen. Und dann suchen wir unsere nächste Nebenmission. Haut rein und bis zum nächsten Mal.